Ich habe die ganz große Bitte an euch, dass ihr total aktiv werdet. Nun ist es natürlich immer eine Frage, von welchem Modus aus komme ich denn? Wenn ich jetzt lange, viele Jahre nichts gemacht habe, dann ist das total aktiv sein natürlich etwas weniger, als wenn ich so mittelintensiv unterwegs bin. Es gibt ganz viele Leute, die quasi einmal in der Woche schwimmen gehen und einmal ein Rückentraining machen oder Pilates oder so. Das ist ja schon gut. Das ist aber, und jetzt kommt die wichtige Botschaft, definitiv zu wenig, um diesem Körper, der aus Billionen von Zellen besteht, das geben kann, was er wirklich braucht. Deshalb drei große, große Punkte. Bitte zweimal in der Woche einige Minuten das Herz-Kreislauf-System hochfahren. Ob ihr das einfach zu Hause macht und mal ein paar Mal die Knie hochhebt oder euch zur Seite schwenkt oder Kniebeugen macht und euch hier wieder rausreckt nach oben. Oder ob ihr draußen einige Stufen lauft oder mal abends ums Karree rennt oder aktiv walkt. Das ist ja völlig egal. Jetzt ist es nur das Problem, der Schweinehund, der riesendicker Schweinehund, liegt praktisch vor uns immer wieder. Wir haben festgestellt, oder man hat in der Wissenschaft festgestellt, dass das limbische System im Gehirn uns da immer so ein bisschen quer kommt. Ja, so rein rational wissen wir eigentlich, wir sollten und wir wollten auch. Und dann in dem Moment, wo es soweit ist, das gilt ja beim Essen auch, dann essen wir irgendwie doch das Falsche oder dann machen wir doch nicht die Bewegung. Müsst euch ein bisschen versuchen zu überlisten. Ich habe immer den Tipp, tragt es euch in euren Kalender ein. Und dann ist es ein Termin mit euch und ihr solltet eben ein ganz wichtiger Mensch in eurem Leben sein und mit dem habt ihr halt ein Date. Nächster Punkt, einfach nur die Rückenmuskeln aktivieren, indem ihr große, große Kreise macht mit den Schultern. Und dann könnt ihr die Arme auch, ich stelle mich mal kurz mit der Seite auf, Arm zur Seite und nach hinten nehmen und den anderen Arm mal nach hinten nehmen und dann mal beide Arme nach hinten nehmen. Das könnt ihr auch mitten im Job einfach mal machen. Aktiviert ganz oft immer wieder eure Rückenmuskeln, damit ihr nicht so krumm werdet. Und dann gibt es diese dritte Geschichte mit dem Hüftgelenk. Viele Menschen kriegen im Laufe ihres Lebens eine Hüftarthrose, weil dieses Gelenk nicht ausreichend benutzt ist. Zumindest 7 von 10, die ein künstliches Hüftgelenk bekommen, hätten es verhindern können. Deshalb unbedingt kurbeln, kurbeln mit diesem Gelenk, von der Seite gesehen, richtig ausholen und dann nach hinten gehen und ausholen und nach hinten gehen. Dann habt ihr also Rücken und Schultern, ihr habt das Herz aktiviert, und dann auch noch die Hüfte. Und da habt ihr schon drei Aspekte. Bringt die einfach unter, immer wieder in eurer Woche. Und dann wird es euch Jahre später super gut gehen. Und da hängen wir praktisch auch, dass dieses Jahre später, das ist so nicht greifbar. Und deshalb motiviert es in dem Moment jetzt heute hier und jetzt nicht so krass. Aber wenn ihr eine gewisse Visionsfähigkeit habt, euch ältere Leute anguckt, dann wisst ihr, irgendwann kommt es auf euch zu und es wäre super, ihr würdet heute in eure Gesundheit selber investieren. Es hängt von euch ab, was ihr entscheidet. Nicht vom Gesundheitssystem, es hängt von euch selber ab. Viel Erfolg!